Ja, wenn man Arrays erzeugt mit Hilfe des New-Operators, stellt sich natürlich die Frage, gibt es auch einen Delete-Operator, der die Arrays wieder zerstört? Sowas gibt es in anderen Sprachen, in Java gibt es nicht. In Java gibt es keinen Delete-Operator, vielmehr erfolgt ein automatisches Garbage Collection, also Müllaufsammlung. Der Speicherplatz für ein Array wird dabei automatisch freigegeben, wenn nicht mehr auf den entsprechenden Heap-Speicherplatz referenziert wird. Das schauen wir uns mal an einem Beispiel an. Hier haben wir eine Array-Variable weg, der wird zugewiesen, die Adresse eines Integer-Arrays mit drei Elementen. Das kennzeichne ich jetzt hier mal durch diesen Pfeil. Weg von 0 wird der Wert 4 zugewiesen. Dann passiert irgendwas weiter. Und was ich jetzt auch machen kann, ich kann einer Array-Variable über den Zuweisungsoperator auch eine andere Adresse, eine neue Adresse zuordnen. Ich kann mit diesen Array-Variablen so arbeiten wie mit normalen Variablen. Ich kann da nur nicht mit rechnen. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist hier zu vergleichen, gleich, gleich und ungleich. Das werden wir noch sehen. Und ich kann Array-Variablen zuweisen Adressen von Arrays. Und das mache ich jetzt. Hier wird jetzt ein neues Array erzeugt, hier unten mal angedeutet, und die Adresse wird zugewiesen dieser Array-Variablen. Eine Array-Variable kann aber nur einen Wert speichern, deswegen geht diese Referenz verloren. Und stattdessen wird diese Referenz hier angelegt. Und jetzt ist folgender Fall eingetreten. Hier gibt es ein Array, auf das nicht mehr referenziert wird. Es gibt keine Array-Variable, über die dieses Array erreichbar ist. Und immer wenn das der Fall ist, und das kann das Laufzeitsystem rausfinden, ja, dann habe ich hier einen Bereich, den der Programmierer gar nicht mehr nutzen kann. Der ist nutzlos geworden. Also wird der sogenannte Garbage Collector, das ist ein Teil des Laufzeitsystems, aktiv und gibt diesen Speicherbereich wieder frei. Wenn ich jetzt hier in diesem Fall weg von 2 aufrufe, referenziert weg nicht mehr dieses Array, sondern dieses Array. Und hier wird der Wert 45 reingeschrieben. Und weg von 4 gleich minus 5, dann wird hier der Wert minus 5 reingeschrieben. Also, es gibt keinen Delete-Operator. Immer wenn es Arrays gibt, auf die man nicht mehr zugreifen kann, weil der Zugriff auf Arrays ist ja nur über Array-Variablen möglich, die auf dieses Array referenzieren. Immer wenn es also nicht mehr referenzierte Arrays gibt, kann der Garbage-Collector aktiv werden und den entsprechenden Speicherbereich wieder freigeben.